Jetzt bin ich erstmal gekonnt ins Menü getappt, während ich Aufnahme starten gedrückt habe. Hallöchen und herzlich willkommen zu Ghost of a Tale. Wir müssen Missionen gucken. Die Planänderung. Sprich mit Silas. Okay. Da war aber noch irgendwas. Die Ruhe, die fünf Schuhe. Durchsuche die Kanalisation nach dem Zeichen des Meisters. Der verschollene Trupp. Brennen rote Pfote. Verbrenne die Banner der roten Pfote. Oh, das sind die Lilanen also gewesen. Melde dem Kommandanten das Verbrechen. Also Kommandant und Silas, wir gehen erst zum Grunde. Das sind die Banner hier. Die haben wir natürlich alle schon fleißig verbrannt. Können wir eigentlich den auch noch verbrennen? Du kannst mich gerne durchsuchen, hier aber nichts zu verstecken. Und Befehl, Kommandant, sag dir was, weil du einfach eine Münze sagst, Kopf oder Zahl. Es ist Zahl. Bis zum nächsten Mal, Waldläufer. Geh schon weiter. Wir gehen jetzt mal schnell hier rein und ziehen uns aber erstmal wieder um. Ich wollte nur diese eine Dings verbrennen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Haben wir ja noch welche? So, dann gehen wir jetzt zurück zum Kommandanten. Wie spät ist es? 1.13 Uhr abends? Naja, vielleicht ist er noch munter. Wir werden sehen. Ansonsten gehen wir erst zu Silas. Wie lange sich das aber auch zieht. Ich dachte, wir treffen jetzt Mera. Können sie, was weiß ich, können sie irgendwie mit in die Burg flüchten? Schleppen sie zu Silas und Silas hilft uns dann irgendwie, sie da rauszubekommen mit mir. Bin im Brummerkäfer davongeflogen oder so. So, die Herrschaften. Ach, es ist 1 Uhr. Ja, 1 Uhr noch was. PM ist ja halb 2 nachmittags. Okay, warte. Oh, bitte lass den Kommandanten da sein. Ich hasse dieses Gewarte jedes Mal. Schnell, Platz da. Ich habe Infos für den Kommandanten. Ich habe News. Was kann ich für dich tun, Kommandant? Du hast ihn verpasst. Der wird bis heute. Oh, ich hab's geahnt. Okay, dann gehen wir jetzt zu Silas. Dann ziehen wir jetzt aber erstmal wieder das Waldläufer-Ding an. Silas. Warte mal. Hier. Mal sehen, was Silas zu sagen hat. Und ansonsten haben wir immer noch die Aufgabe mit den Katakomben und der Kanalisation. Silas? Waldläufer, Typen wie du haben mir nichts verloren. Oh Gott. Wo ist denn Silas? Okay, warte. Ich suche Silas. Wo ist der? Silas? Ich glaube, er war auf dem Weg in die Kantine. Er sah nicht besonders glücklich aus. Kantine. Bin ich denn in die Kantine gekommen? Warte mal, wir können auf jeden Fall hier wieder runter. Kantine. Warte mal. Hier war's. Hier ist die Kantine.
Ja, wir werden noch Probleme kommen. Ich weiß nicht, was meinst du? Leg dich nicht mit mir an. Habe ich doch gar nicht. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Silas! Das ist nicht Silas. Wo ist Silas? Hier ist Silas. Oh, ja. Silas. Hey, pst. Was willst du, Maus? Oh, der ist angetüdelt. Bist du betrunken? Nö. Oh, Mann. Was ist jetzt los, Maus? Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ich kann es in deiner Rieche. Du bist... Mera war nicht auf dem Tisch. Auf dem Schiff. Sie hat ihren Platz mit einem anderen Gefangenen getauscht. Er ist sein Sohn, jetzt seine Frau. Immerhin sind sie beide dann wieder vereint. Was meinst du damit? Ich meine genau das, was ich sage. Sie ist fort. Ich habe versucht, es wieder gut zu machen, Thilo. Lass mich einfach in Frieden. Ich verstehe das nicht. Was ist mit dir passiert, Silas? Du hattest deine Chance. Mach, dass du hier wegkommst, Maus. Mach schon. Ich kann es einem an. Du bist ein Spitzgesicht. Das hätte ich von Carol erwartet, aber nicht von dir. Aber es sind nicht nur ich und der Frosch. Alle denken hier so über dich. Es ist nicht wahr. Wieso bist du betrunken? Die eigentliche Frage ist, wieso bist du nüchtern? Sohn tot, Frau weg. Du könntest doch echt was zu trinken brauchen. Ich werde die Köchin bitten, dass sie dir ein Tonikum macht, damit du ausnüchterst. Wenn dir nichts Besseres einfällt, bitte. Ich bleib so lange hier. Das trinkt sich nicht von allein. Weißt du? Oh, Flasche. Nehmen wir mit. Oh, Mama Letzia. Steh da nicht einfach rum, mein Herz. Komm rein. Ich brauche ein Tonikum. Es soll mir beim Ausnüchtern helfen. Silas, richtig? Ja, Silas. Jemand sollte ihn hier rausbringen, bevor es Ärger gibt. Ich sag dir was, Schätzchen. Du findest für mich heraus, wer was essen möchte. Und während du das Essen servierst, tue ich mein Bestes, um das Tonikum zu machen. Was meinst du? Gut, ich nehme die Bestellung auf. Du machst das Tonikum. Gut, gut. Okay. Mir noch irgendwas zu mitnehmen. Flasche, nehmen wir mit. Wozu brauchen wir denn die ganzen... Ach nee, den Eimer brauche ich jetzt nicht. Wozu brauchen wir denn eigentlich die ganzen... Speisekammer, Schlüssel haben wir immer noch nicht. Okay. Der Herr, Ihre Bestellung bitte... Okay, ich muss meine Rüstung anscheinend wieder anziehen. So. Wie läuft's, Nagezahn? Ich nehme Bestellung für die Küche auf. Möchtest du etwas? Ach, wirklich? Mal sehen. Ich nehme das valerianische Forellenfilet. Danke. Dieser Tisch ist besetzt. Du suchst dir besser einen anderen Platz. Ich nehme Bestellung für die Küche. Ja, mir sieht's in der Pastete. Bring mir Spezialität der Küche. Ja, alles klar. Der will nichts. Nehmen wir den hier noch. Recke, trinkst du einen mit mir? Vielleicht später. Ich nehme dich beim Wort. Übrigens, ich bin Flak, Soldat Flak von der Nachtwache. Wie läuft dein Tag? Ich bin einfach froh, dass der Kälte zu entkommen. Ich nehme Bestellung für die Küche. Hast du? Oh ja, ich hätte gerne das gebratene Echsenbein. Vielen Dank. Silas, mach, dass du hier wegkommst, Maus. Na los. Du solltest wenigstens etwas essen, Käserat. Okay. Oh, Mama Rezia, ich habe deine Bestellung. Da ist er ja. Hier, ich habe alle Bestellungen. Gut, wir haben ein gebratenes Exma Errungenschaft eingeschaltet. Nomen est Omen. Für den Soldatenflak an Tisch 5. Die Spezialität des Hauses für Pakov an Tisch 3. Und die valerianische Waffe Bellala drüben an Tisch 1. Und ein Käserat für Silas. Der Käse ist da drüben in der Speisekammer. Ah, den wirst du brauchen. Husch, husch, das Essen serviert sich nicht von allein. Ah, okay. Was kann ich denn? Kann ich die umhauen? Die hängt da mit drin, die Omama. Ich wette das. So. Hängt ein Banner. Nein. Okay, warte. Farie, du brauchst einen Schatullenschlüssel. Getreide. Käserad. Okay, warte.
Eine Flasche. Warte mal, ich ziehe mir aber wieder die Rüstung an. Wie können die Oma jetzt hier umhauen? Kriegen wir dann den Schatullenschlüssel vielleicht? Achso, warte, ich wollte ja erstmal. Was ist, wenn ich die Oma jetzt hier umhaue? Aber vorher will ich das Mittel haben. Ich will den Schatullenschlüssel von ihr. Achso, muss ich das jetzt zu Silas bringen? Was ist das? Käse. Ist fein, Silas. Ich geh mal die Mama schnell umhauen. So kann ich die... Geht nicht. Nee. Ach so, hier. Die Flasche bleibt ja liegen. Die kann ich ja daneben... Warte mal, Echsenbein... War er hier? Achso, ja, Forelle, Forelle. Ja, 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 Forelle. Nee, warte, warte, warte. Gib her das Ding. Warst du das Echsenbein? Ah, ja, okay. Ja, 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 ja. Sorry. Gut, dass er mal einen Speicherpunkt macht. Bitte schön. Aha, endlich. Hm, riecht gut. Ja, 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 ja. Müssen wir auch noch Kellner spielen hier. So, die Spezialität des Hauses war hier drüben. Ach so, nee, doch nicht. Möhrenpastete, okay. Wollte der die Forellenpastete? Der wollte doch Forelle. Okay. Ja, sehr gut. Ich nehme es wieder mit. Mann. Kann ich es nicht einstecken? Ich würde die auch mitnehmen. Die schmeckt bestimmt gut. Okay, dann ist es die andere. Dann legen wir es hier wieder ab. Na komm. Maleanische Forelle. Das kriegt der hier, glaube ich, ne? Und der wollte die Möhrenpastete. Bitteschön. Da ist sie ja. Der Fisch ist trocken und zerkocht, genau wie ich ihn am liebsten mag. Sehr schön, bitteschön, gern geschehen. Ich würde diese Pastete aber gerne erstmal aus dem Weg räumen. Guck mal, die stellen wir hier oben auf den Tisch. Geht nicht, okay. Dann stellen wir sie halt hier hinter in die Ecke. Hier hin? Okay, hier. Da steht's gut. Nein, den Eimer will ich nicht. Ich möchte bitte die Möhrenpastete. So, dann haben alle Essen bekommen und die Ratte hier will nichts essen, wa? Endlich! Nichts geht über gutes Stück Pastete. Pastete. Okay, Rezia. Ich bin fertig. Du bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, was es dir geworden ist. Fertig. Alle Gerichte wurden serviert. Sehr schön. Hier. Die Köchin gibt dir eine kleine Glasflasche, die mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt und mit einem Korken verschlossen ist. Gib Silas das her. Er wird etwa 6 Stunden bewusstlos sein. Aber wenigstens erspart ihm das den Kater. Wenn du ihn dann findest... Was meinst du damit? Na, sie selbst. Dein Freund Silas. Er ist weg. Komm später noch einmal zu mir. Ich habe vielleicht noch mehr Arbeit für dich. Oh, du siehst ja schick aus. Okay. Ich würde aber gerne nochmal hier drin gucken, schnell, dass wir jetzt nichts übersehen haben. Hier haben wir noch den Schatullenschlüssel. Gut, hier oben liegt aber auch nichts mehr am Fensterbrett. Nee. Tja, wo ist Silas jetzt hin? Das ist jetzt die große Frage. Der wird garantiert nicht bei sich sein. Hier vielleicht? Nee.
Was war das denn? Ich fahre jetzt trotzdem nochmal hoch. Ich will gucken, dass der da ist. Aber der wird garantiert nicht da sein. Könnte Silas hin sein? Na, hier ist niemand. Ist er vielleicht in seinem... Hier ist die Tür offen. Vielleicht ist er in seinem... Gemach. Warte mal. Warte mal, Leiter. Vielleicht schläft er, aber ich glaube es fast nicht, oder? Oh, hier ist er. Puh, du bist. Da bist du ja. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Geben mir prächtig. Solltest du lieber Sorgen um dich machen. Hier, trink das und dann geh schlafen. Ich kann noch nicht schlafen. Es kommen noch Nachrichten. Muss sie überbringen. Ich überbringe sie. Mach dir keine Sorgen. Silas nimmt die Flasche mit dem Trank und stürzt ihren Inhalt schwungvoll in etwa dahin, wo sein Maul ist. Tut mir leid, hier. Okay, 6 Stunden schlafen. Wir haben es jetzt 5.10 Uhr abends. 11, 12, nee, Quatsch, 5.10 Uhr und ich fange bei 11 an. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 Uhr kann ich wieder zu ihm. Wir lassen ihn aber jetzt erstmal in Ruhe. Nachrichten muss ich noch überbringen, wo mache ich das denn? Hm. 6 Stunden, ich muss mir 11 Uhr merken. was können wir denn jetzt noch machen? Lass uns mal die Mission gucken. Silas schlafen lassen. König Marudia, finde eine Strümpfe. Pirat, Diebeslust. Sammle Diluins Urnen. Durchsuche die Kanalisation nach dem Zeichen des Meisters. Entdecke die wahre Identität des Meisters. Blumen für Mera, der verschollene Trupp. Suche die Katakomben nach dem vermissten Mann, Kit Bundler und Schal. Brennrote. Melde dem Kommandanten das Verbrechen. Also Kommandant oder. Kommandant oder. Aber der Kommandant hieß es, der ist bis heute Abend am Hafen. Was heißt denn aber heute Abend? Heißt das, wir gehen jetzt doch erstmal noch in die Katakomben? Wir müssen dort die 3 Typen finden. Komm, wir gehen jetzt in die Katakomben. Warte, Rüstung nochmal ummodeln. Katakomben. Das macht ja keinen Sinn. Wir müssen ja irgendwas... tun, solange wie wir auf alles immer warten. Das mit dem Warten finde ich echt mega blöd. Also die Zeit, ich fände es schöner, wenn die Zeit dann irgendwie so im Schnelldurchlauf vorbeigehen würde. Weißt du wie? Ich bin eine Ratte in voller Rüstung. Wo ist denn jetzt dieses Ding? Steht das wieder hier unten? Ja, steht wieder hier unten. Ach komm, was soll's? Ich laufe jetzt den langen Weg. Ich will jetzt die Urne nicht hier hochschleppen. Das dauert mir zu lange. Wir laufen jetzt einfach hier lang. Es wäre jetzt nur diese Abkürzung hier gewesen im Endeffekt. Oder? Oh, Mann, das ist doch kacke. Dieser scheiß Leck immer an der Stelle.
Wie spät ist es? Gleiche Zeit wieder. Dieser scheiß Leck immer. Mann. Immer an der gleichen Stelle. Dürfen mal wieder runterrammeln. Ich würde mich gern teleportieren können. Das wäre schön. Ich hole jetzt doch dieses blöde Ding. Muss ich diesen doofen Weg vielleicht nicht langlaufen? Keine Ahnung. Ach ja. Die Urne da drüben hatten wir uns aber geholt, ne? Nicht, dass die da jetzt noch liegt. Aber wir hatten ja 4 von 5. Tja, das dauert hier halt so seine Zeit, ne? So. Da vorne schon unser Ziel, wo wir hinwollen. So. Warte. Okay, nee, hier komme ich her. Oh, hier müssen wir lang, glaube ich. Hatten wir hier irgendwo noch dieses schwere Dingsbums? Mit dem schweren Dingsbums kommen wir ja nicht hier rüber. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. So, warte, jetzt mache ich erstmal Folgendes hier. Mal das wieder an. Ich habe aber immer noch die Befürchtung, dass ich damit hier nicht vorwärts kommen werde. Weil wir haben ja nichts Schweres hier. Ich muss irgendwas hier hinkriegen. Warte mal, hier war doch auch die Ruine, ne? Oder die Ruine. Gab es hier nicht irgendwas Schweres?
Sag mir nicht, dass es ja auch nichts Schweres gibt. Ich werde bekloppt. Gibt's nichts. Willkommen, mein guter Mäuserich. Wenn du eine Frage hast, so sag bitte. Vergib mir die Idee. Ich habe die überste Wolkenburg nicht... Was? Achso, ja. Mir ist nichts geblieben als Zeit, mein guter Mäuserich. Ach nee, hier will ich gar nicht hin. Mensch, ich will irgendein schweres Gefäß. Das eine kriegen wir... Das muss hier irgendwo ein Gefäß sein, weil das eine kriegen wir... Wir kriegen das über den Absatz ja nicht rüber. Springen können wir damit auch nicht. Da oben ist der Piepmatz. Und die Schwanzfedern gucken raus. Hallo. Okay, wir haben den nächsten Obolus gefunden. Habe ich nicht noch irgendwas Schweres, was wir in die Hand nehmen können? Sind wir vielleicht mit irgendwas, was wir in der Hand halten, vielleicht schwer genug? Warte mal, ich probiere jetzt mal was anderes. Weißt du was? Leck mich fett! Das ist doch nicht euer Ernst jetzt! Dass ich hier so heute die Polter einfach drüber springen kann. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich hätte es die ganze Zeit schon machen können. Wie doof ist das denn bitte? Waren wir noch nicht, oder? Katakomben. Nee, hier waren wir tatsächlich. Diese Lampe geht mir voll auf den Sack. Und jetzt können wir das Ding mitnehmen, oder was? Aber das Ding brauche ich doch jetzt gar nicht mehr, oder? Ich brauche doch das Ding jetzt gar nicht mehr. Zumal wir jetzt auch auf der falschen Seite rauskommen. Warum habe ich jetzt diesen Abkürzungsweg hier gefunden? Man ist ja schön und gut, aber wozu? Totaler Blödsinn, das mitzunehmen. Weil wir ja so rüberkommen. Warte mal. Hm.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier noch hingehen soll. Ich meine, ja, wir haben jetzt noch einen von den Wachen gefunden. Wir haben jetzt 2 von 3. Aber... Warte mal, ich laufe jetzt den Weg hier nochmal ab. Hey, wir kommen hier nicht rüber. So. Hier geht's auch nicht lang. Nee. Merkwürdig ist halt auch, dass hier nichts ist. Hier ist absolut gar nichts. Nichts zum Aufheben, nichts zum Mitnehmen, einfach nur dieser Durchgang. Ja, einfach nur dieser Durchgang. Hier ist auch nichts mehr. Ich muss auch mal schnell hier speichern. So. Ich probiere hier gerade nur noch was, was rum. Nee, hier kam ich ja nicht rüber, ne? Gut, soll egal sein. Letzten Speicherpunkt laden. Soll egal sein. Wir haben auf jeden Fall noch eine Wache gefunden. Aber so richtig... Weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Aber wir müssen ja eh noch ein bisschen warten, irgendwie 6 Stunden, um Silas schlafen zu lassen. Da können wir uns dann in der nächsten Folge vielleicht darum kümmern. Also bis dahin, tschüss.